spielen wir hier ETS 2 oder DJ? Wir spielen DJ, ETS 2 DJ Edition. Das ist so schlecht gemacht, ey. Local Music Italien. Oh, für Matteo. Agata. Tu mi capisci, Agata. Abibu. Tu mi tradisci, Agata. Guarda, stupisci. Come ridotto quest'uomo per te. Wie Matteo. Ho comperato un orologio inglese 3 anni fa. Radio Nordgroningen, okay. Was ist das denn? Là, par Friedrich Gulda, on retrouve encore cette idée presque de musique pour soi, de chambre, parce que c'est ces enregistrements qu'il a fait en fait pour s'écouter lui-même, c'était pas destiné chez à être lui, commercialisable oui, chez lui pour arriver à avoir une petite idée de ce qu'il faisait, peut-être, je ne sais pas, ou avoir un témoignage pour lui-même. Enfin, en tout cas, voilà, Friedrich Gulda dans Mozart. Là. Zuvor schon wieder ein Unfall. Ey, was fahre ich denn hier für einen Umweg, ey? Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt bin ich noch geblitzt. Hä? War die Polizei deswegen mehr hinterher? Schneller fahren. Hat ja keiner gesehen, ja, wer denn auch? Ist grün. Hat Jens eigentlich eine Wette verloren? Nee, ich hatte da keine Lust zu. Okay, warte mal. Was gibt's sonst noch für Musik? Komm, wir müssen jetzt noch mal einen guten hier finden. Radio Alligator Bratislava. Alter, der kann nur gut sein, der Sender. Was? Wovon singen die Jaden? Warte, übersetzt Jaden, übersetzt!
Jaden Juki kommt aus der Slowakei, glaube ich, ne? Übersetz mal. Immer der gleiche Blues verführt mich. Geil, Mann. Super, super Song. Norway. Oh, ich will so hier. Norwegisch spoken. Det du sier om motholdet i dag. Ja, men det er riktig. Det er jo et eller annet også med nordmenn som blir for avdempet, tenker jeg. Vi er liksom for forsiktige, og det å da kaste motholdet litt over bord kan være lurt. Jeg husker veldig godt en opplevelse vi hadde for noen år siden, hvor vi hadde en internasjonal konferanse, masse folk fra Afrika og Asia. Vi var på hotell, det var litt sånn overdådig lunsj og middag, og da var det noen som ble snakket om akkurat litt lite motholden. Det kostet ganske mye penger for hvem. De virkelig folk fra fattige land i Afrika og Asia Ach, liksom, 7% blir behandlet omtrent som grever på en måte. Og da husker jeg det var en eller annen som sa som hadde bodd da, i Afrika i mange år at når vi er gjester der så kommer vi i en setting hvor de har lite men alt de har gir de oss fordi vi liksom virkelig sånne angenehme betoning om ende så er det ikke da selvfølgelig at vi gjør det samme når de kommer til rike Norge at vi slår litt på stortrommet og viser at vi verdsetter at de er der så her ligger liksom ikke måteholdet som et lokk over hele konferansen og mat og middag og alt det der og for meg ble det faktisk en aha-opplevelse for jeg tror det er flott med nordmenn og måtehold som av og til setter seg litt for sterkt i ryggmargen da fikk du kastet Chef, den designspikken sin kaputt, det LKB likte drauf ja, faktisk så tror jeg at det var litt sånn norsk smålighet det er smålighet? Og så kan du få klede som måtehold Ja, Jens, ikke sagt, sant? Men jeg synes måtehold er bare tull. Jo, det er ikke altså, man hører jo det hele tiden, i hvert fall nå i juletider, så er det måtehold med gaver og mat og alt mulig. Og man får jo slanke oppskrifter slengt etter seg før man har stekt svoren på ribba. Og da liksom bare, føler liksom at måtehold er liksom bygd opp mot skam. Mm. Også at du liksom skal skjemmes for at du under deg den ene tiden, eller frotse litt i maten, eller kose deg litt ekstra i jula, så føler jeg liksom at det hele tiden sånn her minner deg på nå må du huske på at du ikke skal kose deg så mye og, ja. Hvor er det den disiplinerende tankegangen kommer inn da? Hva er det du har smuler av på brystet da? Jeg, liksom. Finn, som sin, så, det er ikke smuler. Finn helt i betoningen selv med de fader der da. Det som er så Folk har spørt meg sponsor, men det er ikke Wenn man bei den Deutschen sagt, dass alles sehr hart ist und das wird alles so ausgesprochen so ist es damit Det er sånn måtehold det dreier seg om andre som skal lage grenser for deg du får ikke gjøre det du har lyst til jeg kunne innimellom tenkt meg vært litt sånn mindre julete da at jeg kunne at det gikk da nå skal jeg bare gasse meg med hverdag Jeg skal gå på kontoret og gjøre forfallen på første juledag. Så det er jo... Måtehold er jo hele tiden som samfunnet som lager grenser. Og så er jo måtehold er også en litt sånn en måte å tenke på for å disiplinere deg inn igjen også. Det er jo liksom arbeidsgiverne som vil at du skal skamme deg litt på slutt. Okay, sånn så at du møter opp januar på jobben. Det er en lo. Luxemburg. Das ist Estland wahrscheinlich, ne? Radio Diddling. Muss abfahren. Weg! Ah! 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 Wieso habe ich einen Unfall verursacht? Ach so, hinter mir ist einer reingefahren. Piepst denn?
der så. Altså som en lyd. Lol. Nee, das ist richtig dieses Mal. Safe. Wieso falsch? Oh Mann! Fahr jetzt einmal komplett durch Berlin durch! Schöner Spandau reinfahren. Geil, Mann. Schön beim Hände auf Latte mal Hallo sagen. Ua. Ist das jetzt nicht angegangen? Radio Hit. Минскому проспекту правительственной трассе. В 90-е там прошла реставрация, в которой погибли парадные лестницы. Их, правда, потом восстановили. Сейчас в здании располагаются структуры столичной мэрии. Фасады ухожены, только вот цвет наугольный дом постоянно меняет. То он желтый, то цвета морской волны. Борис Бейлин, Вести Стефан. Дом. Jetzt fahre ich einmal komplett über Spandau, durch Berlin, um dann weiter nach Leipzig zu fahren, ey. Dumm. Scheiße. Студия Алексея Несахаров. Расскажу о прогнозе на 21 декабря. В Екатеринбурге и Челябинске около 13 градусов. На Урале будет без осадков. В Сургуте минус 14 и пройдет небольшой снег. В Иркутске около 13 мороза, без осадков. В Красноярске минус 13-15 и пройдет небольшой снег. В Перми также минус 15 градусов и синоптики обещают небольшой снег. В Сочи плюс 10-12 и временами пройдут дожди. В Уфе около 11 градусов мороза, пройдет небольшой снег. Такая же погода будет в Нижнем Новгороде. В Ялте плюс 7-9 и временами синоптики обещают дожди. В Ялте будет облачно с прояснениями, местами пройдет снег. Ах, so, да, минус 11. В Москве будет облачно и также местами снег. Днем в России в столице минус 8. Кто сказал, что нельзя дружить с бывшими? Можно и нужно. Zeig dir schon mal, wie du fahren kannst, dann weißt, brauchst du dein Navi nicht, wenn du sonst nach Spandau fährst. Ja, Bodo. После расставания каждому из нас пришлось многое пережить. Мы менялись. Менялись интересы, взгляды, обстоятельства. И вот спустя много лет хочется узнать, когда-то союзные республики, как они там сейчас? Программа «Бывшие» о том, что происходит в ближнем зарубежье, рассказывают Алексей Мартынов, Гия Саралидзе и Армен Гаспарян. Каждую субботу. Это вас. Мы не имеем других. На радио Вести. Радио «Свобода». На этой неделе, 20 лет назад, архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Радио «Свобода». Радио «Свобода». Минувшего дня. Президент России Владимир Путин заявил, что частные военные компании могут работать в любых странах, если их сотрудники не нарушают российские законы. Так он ответил на вопрос о деятельности ЧВК «Вагнера». По словам президента, оценить возможное нарушение этого вооруженного формирования должна Генеральная прокуратура. Путин также заявил, что западные страны выдумали отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, чтобы атаковать Россию. На ежегодной пресс-конференции для журналистов он обвинил Запад в политизированном русофобском подходе. Отвечая на вопрос о недавних задержаниях рэп-музыкантов, Путин сказал, что, цитата, «ничего хорошего в этом нет». Говоря об инциденте в Черном море, Путин заявил, что речь идет о провокации украинских властей, цель которой — поднять рейтинг президента Петра Порошенко. Зачем нужно нашим украинским партнерам вот такое развитие событий? Понятно, там выборы нужно обострять для того, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента, действующей власти. Но это плохо. Арестованных в России украинских моряков пытаются убедить заключить досудебное соглашение, предполагающее признание вины. По словам адвоката Николая Полозова, это делают одни и те же сотрудники ФСБ, которые с подобными предложениями посетили как минимум 7 моряков. Адвокаты моряков намерены обжаловать подобные действия ФСБ. Muss gleich mal ein Päuschen machen. Ey, ich wollte das Wetter noch hören. Okay, sorry. So, da kann ich Pause machen. Da in 1 Kilometer Rasthof-Flemming. Okay. Wer war von euch schon mal um Rasthof-Flemming? Ist das so ein spezieller Rasthof oder ist das normaler? Jeder von euch war schon da, natürlich. Cool. Okay. Mal gehen wir tanken. Will jetzt auch tanken oder was? Aha, hier ist nur 1,31, okay. Wo kann ich mich ausruhen? Vorne. Krasse Musik auf einmal. Zeit läuft ab. Hey! Wo kommt die Musik her? Gib Gas, okay.
Уфак. Wo habe ich denn so rumgetrödelt? Oh. Oh. Fast in den Polizei reingefahren. Naja. Ich habe keine Zeit. Komm schon. Wie lange habe ich denn noch Zeit? Erwartet. Dienstag 21 Uhr. Mittwoch 4 Uhr. Bin ich 6 Stunden zu spät? Ja, man muss dazu sagen, waren auch viele Unfälle auf dem Weg, ne? Musste tanken, ich war müde, ich habe mich zweimal verfahren. Da kann man schon mal ein paar Minuten zu spät kommen. Also die Sonne jetzt mal nicht so einstellen. 4 Uhr ein und, also, nee. Dann irgendwie komische LKW-Fahrer, die auch immer auf der linken Spur fahren. Schnee, Meteoritenhagel, Bäume sind umgekippt. Ich hatte 4 Tornados, Unfälle, musste noch meine Frau anrufen, die es nicht gibt. Der Hamster musste gefüttert werden, die Mauer musste weg. Alter, 400 Meter, schaffe ich das? Ah, ah, fuck, los! Oh Gott, das wird, oh shit, das wird super knapp. Ah! Ah! Okay, saved. Ah! Ah! Kein Problem! Ah. Achtung! Ah! Komm schon. Das war über richtig Zeit gespart. Ja. Wenn ich es nicht sehe, ist es nicht da. Dann ist die Musik gut. In der Lenkrad, okay, okay. So stelle ich mir exakt vor, wenn ich was bestelle und das mein gesamtes Leben. Ja! So stelle ich mir das vor, wenn ich bei Amazon was bestelle. Oh Gott. Oh Gott. Leipzig! Oh Gott, das ist die Polizei. Ah, fuck, egal. Was werde ich schon tun? Entschuldigung. Oh Gott, ich muss hier rein. Oh Gott. Kein Problem. Alles kein Problem, sorry. Ah. Ja, ja, ja. Was liefere ich eigentlich nochmal? Kunststoffgranulat. So, ja dann. Ja, so ist Amazon Prime, Freunde. Übrigens, wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr das gratis mit eurem Twitch-Konto verbinden und jetzt hier gerade subscriben mit Twitch Prime. Kostet euch gar nichts extra. Und ihr unterstützt damit Bonjour. Hallo? Ah! Hallo? Wurde ich jetzt gerade nochmal geblitzt? Easy.
Danke für den Twitch Prime Sub. Oh, ja, okay, Mann, ihr seid doch echt. Wie soll ich das da dahin einparken? Okay. Erstmal, wo ist das denn überhaupt? Hä? Diese hektische Musik werde ich niemals einparken können. Alter, wie soll ich denn da einparken? Alter, das ist ja mega eng. Bin aber auch dumm! Warum lenke ich dagegen? Warum? Zum Herrgotts Namen! Ist das mein scheiß Ernst? Verdammt! Ich raste aus, ey! Oh Gott! Was mache ich hier? Ah! Okay. Warum lenke ich wieder in eine Richtung? Alter, ich weiß nicht, ich muss. Ich bin nach Hause. Diese Musik, ey. Das macht mich psychisch fertig. Ey, das ist so leicht, Jens. Du hast es gerade schon. Motorfehlfunktion! Okay, ich guck jetzt nicht auf den Chat. Eigentlich so leicht. Ich weiß nicht, warum ich immer, sobald ich einmal den Chat anfange zu lesen. Echt mal, ey. Konzentriert ist das kein Problem. Ja, really. Verspätet, ja. Immerhin 5000 Euro noch gemacht. Könnte schwieriger, also schlechter sein. Nummer. Ich will irgendwie nukleare Sachen. Oder Gift. So. Ja, die 10.000 Euro Strafzettel. So, Mail.
Angesichts Ihrer stetigen Erträge möchten wir Ihnen anbieten, bei der Entwicklung Ihres Potenzials weiter. Wir haben einen Kredit von 500.000 Euro zu erhöhen. Fühlen Sie sich... Nein, Mann, ich will keinen Kredit. Als wenn die Bank schon dir schreibt, ne? So. Streckenlänge. Dortmund. Okay. Rotterdam-Straßburg. Berlin-Düsseldorf. Jetzt die Ladung looten. Mach das mal. Ich guck mal nach Subs kurz, während du die Ladung looten gehst. So, und zwar... Hitokute hat subscribed mit Twitch Prime. Cymex 07 subscribed. Setenra hat 100 Bits da gelassen. Sponsor Gia 100. Skrex hat 100 Bits da gelassen. Und 3 Weilpai hat subscribed mit Twitch Prime und 6 I Junior subscribed für 13 Uhr und sagt tot. So. Wohin fahren wir jetzt nochmal, Chat? Wie spät haben wir eigentlich? Können wir schon. Also eine Tour können wir noch fahren. Eine Tour fahren wir noch, Chat. Wohin fahren wir? Hat sich Gifttransport freigeschaltet, genau. Land. Inland. Ab Polen habe ich noch nichts. Also ich habe Rotterdam, Straßburg, Berlin, Düsseldorf. Hamburg-Lüdisch, Hamburg-Frankfurt. Boah, das ist eine lange Strecke. Eben. Nach Frankreich. Ja, wir können einmal quer durch England fahren. Was haltet ihr davon? Das hier? Schön durch einmal nochmal durch England, durch Gurken. Dann haben wir es auch. Sprengstofftransport. Kann man wenigstens schneller fahren. Oh, ich fahr mit dem Linksfahrer jetzt. Ach du Scheiße. Jetzt bin ich voll verwirrt. Rechtslenker, also ja, ich. Warte mal. Oh. Fuck. Sorry. Voll der Lamborghini, ey. Ja, Linksfahrgebot. Ich hab das schon mitbekommen. Maximum Speed. Dankeschön, Warlex, für den Twitch Prime Sub. Super nice. Immer so viele, weißt du, Roundabouts? Oh.
Kein Bußgeld? Der ist gegen mich gefahren? Okay. Hi, Itchy Bane. Und Exuti, vielen Dank für den Twitch Prime Sub. Wir haben übrigens aktuell noch ein Gewinnspiel auf Geed laufen. Da könnt ihr mal reinschauen. Da gibt es 10x2 Keys mit FTL und Into the Breach zu gewinnen. Außerdem haben wir noch unsere Gewinnspiele auf Twitter und Instagram haben wir auch noch laufen. Wir haben voll viele Sachen, die wir nur loswerden wollen. Egal. Genau, der gute El Monolith hat es gerade gepostet. Englische Härte. Country Road. Dö, dö, dö. Immer diese Auffahrten mega komisch hier. Ohne Leitplanken. Immer nicht gesummt, ja, ist echt schon schwierig. So, dann werde ich mich gleich um 24 Uhr Schluss machen, weil ich dann noch schön aufräumen werde. Aber den Rahmen, also das Rahmenzeug, kann ich das einfrieren? Vielleicht kommt der Nuke. Gibt's noch einen Raid? Ja, ich raid noch gleich irgendjemanden raiden. Mal gucken. Hey. Samaka. Samaka wird, glaube ich, wird ja am zweiten Weihnachtsfeiertag von Niklas gespielt. Der will es ja durchspielen im Definity Stream. Uldir Raiden? Nein. Freust du dich aufs RPG? Ich habe ja jetzt schon gesehen, was der Andi alles gemacht hat. Wie gesagt, wir haben ja damit nicht wirklich was zu tun gehabt. Andi hat da wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, so auch in die Hintergrundgeschichte. Das hat er sich halt alles selbst ausgedacht. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen, weil das jetzt, sag ich mal, jetzt wo er es announced hat, wir uns das auch mal was zu anschauen durften. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, aber ich würde jetzt, wie gesagt, ich habe sehr, sehr, sehr geringe Erwartungen an alles und will da auch nicht zu viel hypen. Aber ich finde es toll, dass Andi sich so viel Mühe gegeben hat. Und das ist schon mal sehr bemerkenswert. Aber wie gesagt, er war echt nicht zu viel. Ne? Das ist echt nur ein Test. Das ist einfach nur. Ja, ich habe halt früher DSA gespielt und bin mal gespannt, wie das so wird. Aber ja. Ich mache meinen Charakter am Samstag. Ich habe nichts mehr mit Smasher zu tun. Wo ist das Auto hin? Ich habe es nicht mehr gesehen. Sehr geringe Erwartungen an die Nützlichkeit von Niklas Charakter. Ich weiß, ich habe mir die Charaktererstellung von Niklas gar nicht angeschaut. Wieso hat er so einen komischen Char gemacht? Ja, also Spaß werden wir auf jeden Fall, also gehe ich mal stark von aus.
Also es ist kein richtiges, also so wie ich es verstanden habe, ist es kein richtiges Pen and Paper, so ein RPG, also Rollenspiel so mit mehr. Ich weiß es auch nicht. Ich lass es einfach überraschen. Lass mich selbst überraschen. Keine Ahnung, Mann. Ja. Hab dann dieses Anfang, erwartet gar nichts. Dann werden wir auch nicht enttäuschen, ja auch nicht. Der hat sich nichts durchgelesen, nur getrollte Lümmel. Also so wie das er es immer macht. Fuck! Komm ich hier nur runter? Easy. Nichts passiert. Huron von hinten, der Halborg, so heißt der? Really? Okay. Er ist vom Beruf ein Stricher. Okay. Also ich sehe es jetzt schon kommen. Werner und ich versuchen, werden es ernst nehmen. Und Matteo und Niklas nicht. Mit 2 HP. Ist aber sehr schlecht im Bett. Okay. Also hat er eher einen spaßigen Char genommen. Na gut, dann weiß ich mal Bescheid. Dann werde ich vielleicht auch was Spaßiges nehmen. Und der Gerbschmied. Muss ich mir das VOD nochmal anschauen von Niklas. Von Matteo erwarte ich viel, oh je. Oh, ich bin schon überlegen, was ich spielen werde. Also eigentlich, bevor ich jetzt gehört habe, was Niklas spielt, wollte ich halt so einen Rogue-mäßigen Char spielen, der eine sehr hohe Street-Credibility hat. Oder eine sehr hohe Credibility, weil der hat. Also meine Geschichte, ich habe mir schon natürlich überlegt, mein Char hat eine richtig krasse Scheide. Die ist so quasi, wenn die Leute das sehen, dann ist es so, oh mein Gott, das ist die Schwertscheide des Verderbens von bla bla bla. Und alle sagen so, oh mein Gott, er hat dann auch wahrscheinlich das Schwert. Aber ich habe das Schwert nicht, ich habe nur die Schwertscheide. Und ich troll dann immer mit so, ziehe ich immer so ganz das Schwert nur so ein bisschen so raus, immer so, hä? Und wenn ich es dann mal wirklich zücken muss, dann lachen mich alle aus. So, das ist die Geschichte von meinem, ja. Ja, das habe ich mir so überlegt. Das wäre eigentlich ganz witzig. Quasi so einer, der richtig mal so rumfaked. So. Ah, ich weiß noch nicht. Ich muss mal gucken, was mir der Andi so erzählt und redet. Nixus Minimax. Ja, wie könnte denn so eine Schwertscheide heißen, so eine besondere? Shit. Wo ihr sagt, oh mein Gott, so weißt du, wie bei Herr der Ringe, so Stich. Oh mein Gott, er hat das Schwert Stich. Oder, wie heißt nochmal das Schwert von Aragorn? Das hat ja auch so einen eigenen Namen. Scheiderella. Das ist die Schwertscheide Scheiderella. Schandmaul. Scheidern von hinten. Ex-Excalibur. Das wäre geil. Chantal. Die Schwertscheide namens Scheidenschwert. Ex-Excalibur. Lichtschwert. Mumu. Oh mein Gott, das ist die Schwertscheide Mumu. Uschi ist auch gut. Uschi, der. Also die Schwertscheide muss jetzt zum Schwert haben, das ich nicht habe. Das wäre geil. Was? Ist schon wieder ein Unfall? Wo denn? Ich unterhalte mich gerade mit dem Chat. Mann, ey. Jetzt der schlimmste LKW. Bis jetzt. Der schlimmste LKW-Fahrer bis jetzt, Blackchester. Witwenmacher. Also wir müssen einen Namen haben, wie das Schwert heißt, das ich aber nicht habe. Und wie das die passende Schwertscheide dazu ist. Das Schwert muss irgendwie so ein richtig. Wie heißt denn das Schwert immer von Aragorn?
Itchy Shidey. Itchy Shidey ist auch gut. Genau, eine lange Schwertscheibe, da ist nur so ein kleiner Dolch drin, genau. Elendil. Genau, es muss halt, das Schwert muss einen richtig geilen Namen, also das ich nicht habe, muss so einen richtig geilen Namen haben. Nersil, Klinge des Nordens. Da muss ich auch irgendwie so einen richtig geilen Namen haben und das ist dann die Schwertscheide zum Forron Lichtbringer im Schatten oder irgendwie sowas. Das muss so ein ganz, also das muss so ein ganz übertrieben Quatschnamen haben. Oh mein Gott, er hat die Schwertscheide vom Forsil Lichtbringer in dunklen Welten oder irgendwie sowas. Aber ich habe das Schwert halt nicht, sondern nur die Schwertscheide und die ist halt mega bekannt so. Also das Schwert und ja. Schwert Gino Scheide Matteo. Bockwurst in der Turnhalle. Der Schmerzspender 2000. Nein, das muss schon so einen Roleplay-technischen Namen haben. Seid doch mal seriös. Nennt man einen Keradil. Schwert der maximalen Vernichtung aller. Es muss so ein richtig dummer, langer Name sein. So wie bei, ja, ihr wisst schon. Nee, die Leute, also ich hab das Schwert einfach nicht. Ich hab so einen ganz kleinen Dolch da drin. Der sieht die Klinge des Ordens. Genau, Atinovil, Lita, Turma, Danial, Sinata, Venvil, Entretesa. So, das ist genau geil, das wäre geil. So ein richtig dummer halb-elb-orkischer Name, irgendwie so, richtig übertrieben lang. Genommen Schwert von Nichta. Bonjanin, der Vernichter der Mentalen. Iranduliels Todbringer des Lichts. Genau, sowas, Affengold. So ein Name müsste es sein. Oh mein Gott, das ist die Schwertscheide von Iranduliel, Todbringer des Lichts. Der kann doch niemals den Todbringer des Lichts haben. Doch, guck dir das so an. Dann stehe ich da so, wenn es zum Kampf kommt, dann ziehe ich das, dann traue ich mich nie, den Dolch zu ziehen, weil mich dann alle auslachen. Asch kann die Großschwert der Bruderschaft. Haha. Sonneneruptionsklinge. Es müssen schon so 6-7 Begriffe sein. Irgendwie wäre geil. Irgendwie Iranduriels Todbringer des Lichts, Großschwert der Bruderschaft. Das wäre halt ein geiler Titel. Oh mein Gott, er hat die Schwertscheide von Iranduriel, Todbringer des Lichts, Großschwert der Bruderschaft. Nee, die Schwertscheide ist super, die hat halt ein W Schaden oder so, ich habe keine Ahnung, wie das da ist. Legenden nach ist das Schwert so mächtig, dass es jeden erblinden lässt, der sieht, deshalb will er nicht aus der Schwertscheide ziehen. Nee, das ist schon... Oh, der hat 2 LKWs geladen, witzig. Ja, aber in so Roleplay sind doch immer die Namen von den Schwertern und so immer super lang. Das muss schon so sein. Menschen töten das Groß-Kleinschwert der riesigen Zwerge. Das ist ja geil. Menschen töten das Groß-Kleinschwert der riesigen Zwerge. Klinge der 1000 Stürme, welches übers Land ziehen. Verkehrswegplanungsbeschleunigungsklinge der Verachtung. Wir müssen eigentlich aus allen, was ihr gerade geschrieben habt, müssen wir einen langen Satz machen. So wie bei Drachenmutter, bla bla. Menschen töten ist groß, kleinwelsches. Warte mal. Aschals. Menschen töten ist großes Kleinschwert der riesigen Zwerge. Netherklinge der Finsternis. Das wäre ganz witzig. Arunda, feurige Klinge der riechenden Winden von Golgatha.
ein Verhüterlied der großbrüderschwesterlichen Schwesterbesteigung im Lichte der Wintersonne bei Ebbe. Was? Genau, das dauert, muss immer richtig lange dauern. Ja, ansonsten, also Niklas ist also ein Stricher, okay. Gut. Ich werde wohl, guck mal, schon wieder sind zwei LKWs. Also ich werde so einen schurkenähnlichen Typ irgendwie spielen, der so vanischen kann. Und so Lockpicking und so ein Shit. Aber ist sehr charismatisch. Aber sonst kann er nix. Das Schwert, dessen Name nicht gesagt wird, weil er zu lang ist, genau. Niedrige Tankfüllung. Wo ist denn jetzt hier eine Tankstelle? Oh, ich muss gleich auch abfahren. Oh fuck, jetzt ist hier wie so ein LKW. Kann ich hier ein bisschen abbremsen? So? Ja, geht doch. Jens, warum hast du eigentlich keine Frage, wo du liegst? Keine Ahnung, Mann. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit arbeite. Idealerweise 6 Wörter, bei denen die Anfangsbuchstaben Bonjour ergeben. Das wäre eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, Exitus. Ui. Das ist echt eine gute Idee. Exitus, Alfred. Was? Merunil Klinge der Mutter dessen, des Schwagers seiner Freundin, dessen Schmiedekunst nicht wirklich pralle gewesen ist. Oh. Muss echt noch tanken. Genau, ich mache nur Bonjour. Das ist meine, ich bin Angestellter bei Bonjour. Das ist mein Hauptjob quasi. Bekommen wir jetzt nochmal irgendwie einen Dingsbums? Tankstelle? Ich muss noch eine Stunde fahren. Scheide ist magisch. Ja, in der Welt ist ja Magie nicht so weit verbreitet, habe ich mitbekommen. Habe ich schon mal gelesen. Tank reicht, okay. Bastardschwert ohne nennenswerte jungfräuliche weibliche Antihelden. Bonjour. Schon mal nicht schlecht. Wieso? Es ist hell! Achso, in Amerika muss man immer mit Licht fahren, ne? Breitschwert des Ordens Nordjemens Wasser AG. Okay. Ja, Amerika, England, alles dasselbe. Was ist denn für eine Abfahrt hier? Mega lull. Wales, nicht England. Bastardschwert ohne Namen, jedweden Wahnsinns Einheim. Was? Einheimfallend, okay.
Bilsow, offene Nadeln jenseits weißer Adern. Das ist ein guter Name. Oh! Bilsow, offene Nadeln jenseits weißer Adern. Bonjour. Oh, da war ein Schild. Huch. Cardiff. Oh, hier hat einer die weißen Texturen vergessen. Oh Gott, ich bin auch langsam müde. So richtig ernst sind wir seinen neuen. Doch, ich nehme meinen neuen Job schon sehr, sehr ernst, lieber Chat. Oh! Ich bin ja. Entschuldigung, Polizei. Hey. Kommt mir auch noch die Polizei entgegen. Ja, links fahren. Gleich bin ich da. Bastardschwert Odins des nordischen Juggernauts, Weltzerstörer und Altitans. Schlecht. Ist mir in 8 Jahren nur 3-mal passiert in den Highlands. Was, dass du rechts gefahren bist oder was? Ups. Alter, wie viele Blitze haben die denn hier in dem Dingsbums? Ups. Ich drück einfach schon mal, ihr wisst, ich weiß ja, was ihr wollt. Jetzt drückt ihr 3. Ja, klar. Auf jeden Fall.
Ja, ich bin noch nicht mehr. Ich habe noch keinen Anhängerführerschein. Konzentration lässt aber auch nach. Ich weiß, wie ich fahren muss, aber ich drücke immer falsch. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum ich so eine dumme Scheiße mache. Ich verstehe es einfach nicht. Warum mein Gehirn nicht dazu in der Lage ist, einfach das zu drücken, was ich, wo ich weiß, dass ich drücken muss. Und warum ist mein Anhänger noch schief? Ich fahre doch gerade. Ich verstehe das nicht. Ah, ich raste gleich aus. Ey, ich muss einfach nur geradeaus. Warum? Finger, hört auf. Bitte. Oh Gott, das ist so anstrengend, ey. Ich drück jetzt. Warum? Achte auf den Anhänger, nicht auf die Zugmaschine, okay. Ich versteh's nicht! Warum? Ah, ich will am liebsten ausrasten. Oh Gott, ich mache es so traurig. Ich kann das doch. Warum, Gehirn? Warum hältst du das gedrückt? Warum? Das ist doch nicht schwer. Oh Gott, ich fahre dagegen. Nein, ich schaff das jetzt. Ich habe es jetzt schon 8 Mal geschafft. Dann schaffe ich das jetzt auch. Ich muss halt früher gegenlenken. Ich mache das nie. Ich bin dumm. Ich weiß, dass ich, also jetzt mal ernsthaft, ich weiß, dass ich früher gegenlenken muss, aber ich mach's nicht. Ich weiß nicht warum. Ich damit so ein scheiß Problem habe. So.
Klinge vom Balus Ortsschläger, Nachfahre des Jarl, ja, Arthus, Klinge vom Bodenschwa, klingt gut. Oh mein Gott, ey. Kein Minus, easy. Oh. Ja, der Weihnachtsmann hat auf jeden Fall ordentlich heute abgefarmt für eure Weihnachtsgeschenke. So, jetzt gucken wir mal langsam, wen wir reden können noch.